Nele, darf ich euch bitten zu tauschen die Plätze? Ja, okay, ja? Ich komme näher zu. Weil das ist ein Gespräch unter Frauen. Okay. Ich habe gedacht, es wird ein Gespräch über Krimis, aber dann habe ich gelernt, nein, es wird ein Gespräch über die Veränderung. Über eine Frau, die sich mit Mitte 40 noch mal komplett neu erfunden hat. Als sie vor 3 Jahren hier waren, waren sie noch Ehefrau von einem reichen Fabrikanten. Sie waren schon erfolgreich als Krimi-Autorin, aber sie hatten ein völlig anderes Leben als jetzt. Wie hat sich ihr Leben verändert? In welchen Bereichen? Tja, ich glaube fast in jedem. Es ist alles neu in meinem Leben. Mein Beruf ist neu, meine Herzklappe ist neu, mein Mann ist neu. Insofern bin ich ja noch mit einem neuen Buch im Gepäck hierher gekommen. Es ist nicht mehr viel so geblieben, wie es mal gewesen ist. Ich glaube, die größte Veränderung ist die Trennung von Ihrem Mann. Als Sie letztes Mal hier, saßen Sie, glaube ich, genau da und wir haben uns unterhalten. Und dann haben Sie erzählt, da waren Sie noch, glaube ich, glücklich verheiratet oder zumindest noch verheiratet. Aber Sie haben erzählt, dass er Ihre Bücher nie liest. Da waren Sie ja schon sehr erfolgreich und dass irgendwie so wenig Unterstützung da ist. Und Sie haben gesagt, ja, finde ich irgendwie auch schade, aber ist so. Jetzt hat er mal ein Hörbuch so mal reingehört, aber noch nie so richtig gelesen. War dann danach, kurz danach muss es ja gewesen sein mit der Trennung, weil ich glaube, 3 Monate später waren Sie dann getrennt, das oder? Genau. Also wussten Sie das schon, als also Sie hier saßen? Also es war nicht tatsächlich so, dass ich hier in der Sendung gedacht habe, oh, der liest meine Bücher nicht und jetzt ist vorbei. Das ist natürlich ein Prozess, der sich über sehr viele Jahre zieht, wenn man so lange zusammen ist, wie ich das eben gewesen bin. Aber es war beendet, es hat verschiedene Gründe und ich denke, jeder kennt das, der jetzt schon mal eine Trennung hinter sich hat, dass es nicht ein Punkt ist oder eine bestimmte Sache ist, sondern tatsächlich eine Entwicklung, die sich sehr lange hinzieht. Klar, und irgendwann, aber jetzt verstehe ich endlich, warum der Mann von Judith netterweise so oft in die Sendung kommt. Die reinste Liebeserklärung. Oder? Ja, absolut, genau. Das ist toll. Unterstützung und Respekt vor dem, was der andere tut, ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. Ja. Und der neue Mann in Ihrem Leben unterstützt Sie? Ja, absolut. Inwiefern? Er hält mir den Rücken frei, dass ich meinem Beruf nachgehen kann. Er begleitet mich oft auf Reisen. Er ist aber, und was ganz wichtig ist, auch mein Sparringspartner, wenn es darum geht, eben neue Plots zu erfinden. Ich frage ihn ganz oft um Rat und sage dann, hör dir das doch mal an, wie findest du das? Und manchmal denkt er noch drüber nach, da bin ich schon 3 Sätze weiter. Und nicht umsonst widme ich ihm meine Bücher, weil er einen großen Anteil daran hat, dass sie so sind, wie sie sind, weil ich eben die Zeit habe, sie zu schreiben. Ihr neuer Lebensgefährte hat eine Scharfschützenausbildung, habe ich gelesen. Das ist auch als Krimi-Autorin ganz praktisch. Ja, dann, das war oder? Gerade in diesem Fall extrem praktisch. Das hat er bei der Bundeswehr damals absolviert. Und als ich den Plot zu meinem Buch Die Leben, die Toten entwickelt habe, geht es eben um einen Sniper. Und es ist natürlich schön, wenn man sich theoretisches Wissen anliest. Und da bin ich ganz groß drin, ja, in der Recherche, in theoretischem Wissen. Aber noch schöner ist es eben, wenn man jemanden fragen kann und sagt, sag mal, ist das möglich, dass man von diesem Hochhaus auf diese Entfernung vor dem Supermarkt jemanden trifft? Und da hat er gesagt, ja, wenn die Wetterbedingungen stimmen und nicht genug, nicht so viel Wind ist, dann kann man tatsächlich aus dieser Entfernung, wenn man es kann und wenn man die richtige Waffe hat, das so tun. Also neuer Mann haben wir jetzt gelernt und Sie haben gerade gesagt in diesem kurzen Rundumschlag, da habe ich aufgehorcht, Herzklappe. Ja. Ich weiß, dass Sie Probleme mit dem Herzen hatten, auch schon das letzte Mal, als Sie da waren. Das ist, glaube ich, eine Erkrankung, die sich schon über viele Jahrzehnte hinzieht. Genau, die hatten schon viele Jahre, ja. Und jetzt hatten Sie eine Operation dazu? 2012 im Frühjahr hatte ich eine Operation. Es wurde tatsächlich ganz rapide schlechter mit der Herzklappe. Und die Kardiologin in Hamburg sagt mir, also es muss jetzt relativ schnell operiert werden. Und bei der OP stellte sich noch raus, obendrauf als Sahnehäubchen hatte ich noch ein Aortenaneurysma, was eigentlich viel gefährlicher war. Und auch diese Herzklappenoperation hat letztendlich ein bisschen zum Thema dieses Buches geführt. Nämlich ich war plötzlich damit konfrontiert, was für eine Art der Herzklappe ich haben möchte. Eine biologische, sprich vom Schwein, vom Rind oder vom Menschen. Oder eine mechanische. Mechanische hat den Vorteil, dass man, dass die schlägt, bis man tot ist. Und der Nachteil ist, dass man immer Medikamente nehmen muss und auch tatsächlich, dass man diese Klappe schlagen hört. Und ich habe mich dann für eine... Das heißt akustisch? Ja, ja, also Sie würden das jetzt hören. Das ist tatsächlich immer am Ticken und das ist also sehr laut. Und ja, und da habe ich gesagt, dafür fühle ich mich noch zu jung und ich will auch nicht dauernd Medikamente nehmen mein Leben lang. Und habe mich für eine Bioklappe entschieden. Ich habe jetzt eine vom Schwein. Und fühle mich damit sehr wohl, habe mich auch, ich brauche überhaupt keine Medikamente, kann mein Leben genauso führen wie vorher. Aber damals habe ich mich angefangen mit dem Thema der Organtransplantation zu beschäftigen, weil woher kommt die Klappe aus Menschengewebe? Also das ist ja tatsächlich jemand, der mal seinen Körper als Spender zur Verfügung gestellt hat. Und das Thema spielt eben in meinem Buch auch eine große Rolle. Frau Dover haut auch auf einen Herzchirurgen ein, ne? Wegen Transplantation. Ja, ja, den. Ja.
Es geht in dem neuen Buch, es ist also eine neue Folge von Pia Kirchhoff, die wieder ermittelt. Ja. Noch heißt sie so, ja. Genau, sie will in die Flitterwochen fahren, deswegen noch heißt sie so. Und diese Flitterwochen werden abgesagt, weil eine ältere Dame zu Tode kommt, dann stirbt noch eine Frau und sie deckt also wirklich eine menschliche Tragödie auf. Mehr will ich gar nicht verraten. Aber da ist mir noch eine Ähnlichkeit aufgefallen, denn Sie haben erzählt, dass Sie nie in den Urlaub fahren, letztes Mal, als Sie hier waren. Und Pia sagt jetzt auch ihre Flitterwochen ab. Ist das immer noch so bei Ihnen auch? Nein, das hat oder gönnen Sie sich jetzt mehr Zeit? Das hat sich radikal verändert. Tatsächlich war mein Lebensgefährte und ich regelmäßig in Urlaub. Wir haben schon eine wunderbare Schiffsreise gemacht, weil mein Traum war immer, eines Tages mal eine Fahrt mit diesem Becksbier-Schiff zu machen. Und dann habe ich festgestellt, dass Becksbier-Schiff ist leider mittlerweile schon verschrottet worden. Ja, also diese Gelegenheit habe ich wirklich verpasst. Aber ich habe festgestellt, es gibt ein ähnliches Schiff mit weißen Segeln und da haben wir dann eine wunderbare Fahrt drauf gemacht. Auch zur Erholung nach dieser Herzklappen-OP und toll. Frau Judith, das Erstaunlichste war nicht, dass sie keinen Urlaub macht, sondern dass sie, hören Sie gut zu, Frau Dure, der Ehemann sagt, ach, mein Schatz, ich verstehe dich so gut. Bleib ruhig hier. Und fährt dann alleine? Ja. Nein, das stimmte nicht. Aber ich habe tatsächlich als Effekt aus dieser Urlaubslosigkeit bin ich Schriftstellerin geworden. Mhm. Weil irgendwo muss man ja tatsächlich auch mal hin verreisen. Und so habe ich eben den Urlaub im Kopf gemacht. Und da sind mittlerweile eben, oder bis dahin, 12 Bücher entstanden. Jetzt schreibe ich wirklich unter ganz anderen Voraussetzungen. Und es fällt mir schwer. Ja, weil früher habe ich wirklich geschrieben, um auch ein bisschen Freiheit im Kopf zu haben, mal was anderes zu sehen als das tägliche Einerlei. Und jetzt ist mein alltägliches Leben einfach toll. Ja, ich liebe meinen Lebensgefährten, wir haben schöne Zeit. Und oft muss ich mir jetzt echt sagen, Nele, du musst jetzt schreiben. Also es ist tatsächlich von diesem nur aus Spaß schreiben und Urlaub im Kopf machen ein Beruf geworden, den ich sehr, sehr liebe. Es ist mein Traumjob, ich wollte nie einen anderen Beruf haben. Aber es ist tatsächlich auch so, dass ich mich jeden Tag wieder motivieren muss und wieder da reinfinden muss. Ich glaube, da sitzen jetzt viele Zuschauerinnen zu Hause, auch hier im Publikum, die sagen, dass sie das sehr mutig finden. Also mit Mitte 40 nochmal zu sagen, ich fange komplett neu an. Vor allen Dingen, weil Sie in einer sehr privilegierten Situation waren. Sie mussten nicht arbeiten, Sie konnten schreiben. Naja, gut, dass wir mit dem nicht arbeiten müssen, da reden wir nochmal drüber. Aber ich hab sehr viel gearbeitet und war auch sehr, sehr eingespannt. Und es war mein Leben. Und wenn man das mit 21 anfängt, ist das eben so. Dann akzeptiert man das irgendwann und dann hin und wieder denkt man natürlich, mein Gott, alle fahren in Urlaub, überall kriegst du die Postkarten geschickt. Nur du selbst kannst keine schicken, weil du bist nirgendwo. Und es war natürlich mutig, weil finanziell ging es mir gut. Also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwelche wirtschaftlichen Sorgen hätte. Aber das Leben besteht eben nicht nur aus Finanzen. Und ich habe mein Leben angefangen mit einem Koffer voller Klamotten, mit einem Computer, mit meinem Hund. Und meine Eltern haben mir Gartenmöbel geliehen, damit ich in der Wohnung irgendwo den Computer draufstellen konnte. Und das ist auf der einen Seite schon schwer, ja, wenn man dann plötzlich da sitzt und denkt sich, wo ist mein Leben hin? Ja, von jetzt auf gleich war eben alles komplett auf den Kopf gestellt und komplett anders. Ich habe auch noch die Stadt gewechselt. Ich bin von Frankfurt nach Hamburg gezogen. Und das dann noch in der Vorweihnachtszeit, das ist doppelt bitter, wenn man plötzlich in der Fremde ist und das kurz vor Weihnachten. Auf der anderen Seite war es genau der Schnitt, den ich vielleicht gebraucht habe, um zu sagen, es gibt kein Zurück. Ja, es ist wirklich, jetzt gehst du weiter. Und wenn dann ein Arzt noch sagt, ja, also 3 Monate, wenn Sie in 3 Monaten keine neue Herzklappe haben, dann sieht es schlecht aus für Sie, dann hat das Ganze auch noch so ein bisschen gepusht. Ja? Da war mir klar, okay, also das muss jetzt auch noch sein. Und es war super. Es war absolut das Beste, was für mich an diesem Punkt machen konnte, alles zu ändern, alles nochmal neu zu versuchen. Und ich hatte natürlich das Glück, dass ich damals schon mit den Büchern recht erfolgreich war und wusste, dass ich einigermaßen über die Runden komme. Und jetzt klappt's gut, ja. Sie haben ja auch Ihren ersten Roman vorgelegt. Also es waren ja bisher immer Krimis und jetzt ist der erste Roman unter Ihrem Mädchennamen. Wird es in Zukunft mehr Romane geben von Ihnen? Gehört das auch zu neuen Nele Neuhaus, ein anderes Genre? Ja, durchaus. Ich schreibe ja auch Kinder- und Jugendbücher für Mädels, Pferde natürlich, was sonst. Aber dieser Roman war etwas, was ich unheimlich gerne schon immer schreiben wollte, weil in einem Roman kann man einfach anders schreiben. Beim Krimi muss man doch ziemlich oberflächlich bleiben, was die Charaktere angeht. Und bei diesem Roman hatte ich die ganze epische Breite zur Verfügung und habe die auch genutzt. Und es war ein Versuchsballon. Mein Verlag und auch mein Lebensgefährte waren total davon überzeugt. Auch meine Agentin hat gesagt, das ist super. Ich bin immer von Selbstzweifeln zerfressen. Aber es hat sich bewiesen, Sommer der Wahrheit kam ganz toll an bei den Lesern und hat, glaube ich, eine neue Fangemeinde eröffnet. Und ich schreibe als nächstes einen zweiten Band davon. Mhm.
bisschen was will ich mir fürs nächste Mal lassen, wenn Sie wiederkommen. Okay. Denn Sie haben mir auch noch erzählt im Vorfeld, dass Sie eine Westernreitschule planen zu eröffnen. Ich hoffe, dass Sie dem Schreiben trotzdem treu bleiben. Und über die Westernreitschule sprechen wir beim nächsten Mal. Okay? Vielen Dank, Nele Neuhaus.